Loris Benito, ein Prestige-Sieg gegen FC Basel, das tut gut. Absolut, ja. Guter Sieg für uns, wichtiger Sieg auch für alle. Ich denke auch für die nächste Saison. Ja, wir haben Basel zweimal geschlagen, das ist sicher ein Zeichen, dass wir gleich auf Augenhöhe sind. Und ja, absoluter Prestige-Sieg. In der Direktbilanz sind wir sogar besser. Zwei Siege und ein Unentschieden gegen FCB. Das zeigt, glaube ich, dass es doch etwas möglich ist, wenn man konstanter wird gegen die kleineren Mannschaften. Ja, absolut. Also, ich denke, mit dem Gefühl geht man eigentlich jede Saison rein. Weil, wir haben eine gute Mannschaft, wir glauben grundsätzlich immer an unsere Stärke. Aber das Schlagwort Konstanz ist sicher etwas, wo eine Hausaufgabe sein wird für uns für nächste Saison. Angefangen jetzt gar nicht so gut. In der dritten Minute schon das Gegengoal. Was habt ihr denn gedacht? Oder wie ist es überhaupt passiert? Ja, ich habe es gerade nicht im Kopf, wie es passiert ist. Es war sicher doch ein gutes Spiel von Basel mit dem Doppelpass, mit dem Dumbia. Trotz allem denke ich, mit solchen Sachen geht man irgendwann, ich weiß nicht, wie mit dem umgehen. Man probiert konzentriert zu bleiben, man probiert sein Spiel weiter aufzuziehen. Und dann denke ich, mit dem Ausgleich haben wir dann gezeigt, dass wir da sind. Ein Spiel nachher über weite Strecke gut in den Griff bekommen, 2-1 geschossen verdient. Und dann ist klar, dass das Spiel sich wieder ein bisschen ändern wird, dass wir sich mehr zurückziehen, sicher mehr machen, mehr Laufarbeit leisten, mehr Pass spielen. Bei dem Wetter ist es sicher nicht einfach gewesen. Und wir haben es endlich gut über die Bühne gebracht. Der Sieg hätte auch höher ausfallen können, wenn man die Konter ein bisschen konzentrierter hat, bis am Schluss gespielt. Hast du das auch so gesehen? Ja, das ist sicher, es gibt sicher die eine oder andere Chance, wo man besser spielen können. Aber das 2-1 nehme ich lieber mit. Das 2-1 nehmen wir mit. Was gibt jetzt das noch für Mumm für die letzten zwei Spiele? Ja, sicher ein sehr gutes Gefühl für die Mannschaft. Ein gutes Gefühl für die Fans hoffentlich. Ich wünsche mir, dass wir gegen Lausanne im letzten Heimspiel noch richtig Bude vollbringen, um das Ganze abschliessen und natürlich einen Derby-Sieg nächste Woche. Herzliche Gratulation und schönen Abend. Merci, mal gleichfalls.